Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire Redemption. Weicht nicht von der Stelle. So, ich bin überlegen, ob ich hier vielleicht nochmal. Da hinten war noch ein Giovanni. Ah, das waren ja die. Stimmt, das war die, wo die mich das letzte Mal zerlegt hatten. Komm, 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 komm. Hör auf, hier rumzuzaubern. Ob ich hier vielleicht wieder auf die alte Taktik zurückgreife von früher. Und, ja, einfach einen vorschicke alleine und den dann wieder, also damit einen Gegner anlocke und die dann halt zurück hier hinschicke. Dass wir halt nur noch einzelne Gegner haben, die wir bekämpfen müssen. Weil, wie gesagt, die sind mit ihrem Rumgezauber sehr, sehr nervig. So, du bist ja allein. Und haust leider auch ordentlich zu, Kollege. Na komm. Da sind mehrere drin, okay. Dafür können wir hier jetzt gerade mal ordentlich aufräumen. Ich dachte, die Alps verschwinden, wenn die Typen tot sind. Achso, da war noch jemand. Ja, Geld. Obwohl das ja mittlerweile kein Problem mehr ist. Gut, der Schalter macht da unten auf. Sehr nett. Du kannst dich auch nochmal gerade heilen. Langsam wird es halt wieder Zeit, mal ein bisschen Blut zu kriegen. Aber die sind halt auch nicht so wirklich gut zu erreichen, die Kollegen. Muss man ja auch dazu sagen. Die wehren sich immer noch ziemlich. Wie gesagt, eigentlich sollst du jetzt verschwinden, Kollege. Ah ja, jetzt verschwindet er auch, okay. Vielleicht dauert das tatsächlich noch so ein bisschen. Okay, allzu viel habt ihr glücklicherweise jetzt nicht abgekriegt. Immer noch Gegner. Meine Herren. Hier sehe ich aber keinen Giovanni, den eventuell beschwört haben oder beschworen haben könnte. Hast du etwa schon wieder keine Muni, Mädel? Nein. Dann ballern wir halt den Raum jetzt leer. So, wie wär's, wenn du da mal rausgehst? Der nächste schon. Dann versuchen wir das doch gerade mal. Können wir dich denn alleine mal anlocken? Koterie, halt! Komm! Du verbackst dich ja auch gerade an der Tür, oder? Kann das sein? Jupp. Du kommst scheinbar mit dieser Tür nicht zurecht. Na, dann kommt mal her. Na, guck mal, eine Ratte. Der Herr Nosferatu, da ist besonders viel von raus.
Auch nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Na gut, schauen wir uns weiter um. Da wäre noch jemand. Weicht nicht von der Stelle. Sogar zwei. Okay. Wie einzeln können wir euch jetzt hier rausholen? Hm, geht sogar. Du kommst mit, oder? Ja, sehr schön. Angriff. Da war es sehr gut, dass wir den einzeln rausgelockt haben. Weicht nicht von der Stelle. Das war jetzt nicht so ohne. Nehmen wir uns nochmal Nummer 2. Komm. Kein Alp beschwören. Du ist es nicht so günstig. Okay. Angriff. Okay, die verschwinden, aber es dauert tatsächlich noch ein bisschen, bis die dann weg sind. Aber euch geht's ja soweit noch einigermaßen gut. Okay, nächste Tür. Weicht nicht von der Stelle. Da haben wir einen Alp. Dann komm mal her, du Alp. Obwohl, den hau ich besser alleine platt. Da ich ja, glaube ich, einer der wenigen bin, der den überhaupt Schaden machen kann. Schusswaffen scheinen gegen die ja nicht so wirklich nützlich zu sein. Noch ein Alp. Wieso das denn? Da. Komm. Nein, nicht die Tür zumachen. Mach die wieder auf, dass der mitkommt. Bitte, danke. Dann kommst du jetzt hier hin. Komm. Komm schön mit. So war das nicht gedacht. Dann halt so. Weicht nicht von der Stelle. Aber so geht es tatsächlich besser, merke ich gerade. Dauert zwar wieder etwas länger, aber... Ich glaube, in irgendeinem Guide oder in irgendeinem Tipps stand halt auch dabei, wenn du das Spiel schon durch hast, macht es tatsächlich Sinn, den God-Mode zu nehmen, weil es halt einfach deutlich schneller mit den Kämpfen geht. Und nicht so viel Zeit kostet. Okay. Dann könnt ihr mal wieder mitkommen. Das sieht jetzt ja schon mal relativ interessant aus. Kommt ihr jetzt nach? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, Madämchen hat den Weg ein wenig versperrt, ne? Du hast noch Muni, okay. Du hättest nun auch noch ein Gewehr. Gut, gut. Dann möchte ich doch mal hier reinschauen. Okay. 1, 2. Das wollte ich eigentlich nicht. Wieso sagst du, achso, du hast gar kein Blut mehr. Mhm.
Nö, das machen wir neu. Die laden wir nochmal einzeln raus. So wird das nämlich nichts, habe ich gemerkt. Ich warte. Ich gehe nirgendwo hin. Koterie, halt! Komm, geh wieder zurück. Danke. So, dann trinken wir hier gerade mal noch ein bisschen. Und dann kannst du da auch mal noch dran gehen. Komm, hol dir den bitte. Danke. Und wenn es gut läuft, saugst du den jetzt aus. Pesthauch ist nämlich hier gerade nicht, Kollege. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann lass es dir mal schmecken. Das wäre das. Ich heile dich nochmal kurz und dann holen wir uns noch Nummer 2. Na, guck mal, Geld. Wer darf denn da? Da darfst du dann mal dran saugen, denke ich. Wenn das denn klappen sollte. Überraschung! Genau, wenn du den Alp hier platt haust, könnte ich hier mal in Ruhe dran saugen. Hau doch mal. Ach Gott, Herr, ihr seid so verfickt unfähig. Das ist doch scheiße. Meine Herren, wie gesagt, das kotzt mich. Also das Gameplay ist echt beschissen in dem Spiel hier. Es funktioniert nichts, wie ich es vorhabe. Und die Gruppe kriegt von selber nichts gebacken. Oh, Lolli. Trinken wir einen Schluck von deinem feinsten Blut. Ja! Habe ich den jetzt übersehen oder was war da? Hä? Wieso sind auf einmal so viele Gegner drin? Ich glaube, den um die Ecke habe ich tatsächlich übersehen beim letzten Mal. Dann versuchen wir das vielleicht gerade nochmal. Obwohl, da wäre ein Giftmüllcontainer. Hast jetzt davon. Ja, ich glaube, wir sollten den vielleicht mal so ein bisschen ausschalten. Komm, nicht zaubern, bitte. So, das wäre der und dann versuchen wir das da hinten gerade nochmal. Sehr gut, diesmal erwischt, bevor er zaubert. Dann saugt den mal noch schön leer. Der hat ja auch noch einiges an Blut in sich, wie das hier aussieht. Vielleicht kriegst du ja auch noch was ab. Mal schauen. Ja, ein bisschen ist vielleicht noch da. Aber es schadet, glaube ich, nichts, hier auf Nummer sicher zu gehen, den komplett zu leeren. Ja. So, sehr schön. Du bist tatsächlich überladen, okay. Dann das hier haben wir noch so, die habt alle schon. Ihr seid alle schon versorgt. Gut, da hinten war jetzt noch jemand.
Gucken, ob wir dich mal vorschicken können, dass du noch ein bisschen was saugen darfst. Bist du allein, ne, tatsächlich? Du hast aber auch schon so einen Alp geholt. Das ist unschön. Na, mal gucken, ob es klappt. Nicht wirklich. Heilen bitte. Wenn du halt mal wieder was machen kannst. So. Du bist natürlich wieder vorgelaufen, hast nicht das getan, was ich dir gesagt habe, nämlich diesen Alp kaputt hauen. Also laden wir das nochmal. Und greifen halt jetzt direkt an. Beziehungsweise locken ihn erstmal hier weg. So, du gehst auf den Alp. Zur Hölle mit euch! Heilen bitte. Wie gesagt, die Kämpfe sind unglaublich beschissen gerade. Die laufen nicht rund und dauern mir auch viel zu lange. Aber ja, muss man halt durch. So, und da drin war ja auch noch Party, wie ich das gesehen habe, oder? Da ist einer. So, vielleicht klappt das ja jetzt mal. Mit dem Anschleichen und Anbeißen. Das heißt, Anschleichen ist es ja noch nicht mal. Buch der Mortis und MG-Patronen haben wir da noch, okay. Und eine Maschinenpistole. Vielleicht wäre das ja auch noch was für dich, eine MG, hm? Also ein MP hier in dem Fall. Könnte man sich ja mal anschauen, meine Liebe. Aber jetzt kannst du erstmal deinen Blutvorrat wieder auffrischen, dann ist hoffentlich für eine Weile mal wieder Ruhe. Ja, mach den gerade leer und dann muss unser Nosferatu beim nächsten Mal noch irgendwo was holen. Und zack. Hat das nur ein Magazin, okay. Naja. Mal schauen. Vielleicht können wir es ja auch noch irgendwo sinnvoll nutzen. Achso, die VT haben wir ja auch noch. Und noch ein Büchlein. Was auch immer das jetzt bringt. Achso, habe ich den Schalter aber schon gedrückt? Ich glaube eher nicht. Den Schalter vergessen. Hat das jetzt erstmal keine große Wirkung gehabt, wie es scheint? Sammelt euch einfach mal alle hier wieder in dem Raum. Da hinten wäre auch noch ein Gegner, sehe ich gerade. Von daher versuche ich hier mal wieder ein bisschen anzulocken. Oh. Die seid doch auch aggressiv gestellt, sehe ich gerade. Schade, ich wollte da gerade ein bisschen rumknabbern. Aber gut, Hauptsache weg. Hauptsache, die werden erledigt.
Dann können wir da hinten rum. Da hinten war ja auch noch ein Gegner. Den müssten wir noch platt hauen. Weicht nicht von der Stelle. Dann gehen wir uns den noch fix holen. Hallo, Alp. Zur Hölle mit euch! Ja! 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 Zur Hölle mit euch! Geh doch mal drauf! Dein Meister ist längst tot. Weicht nicht von der Stelle. Was gab das? Mit Zielvorrichtung. Was hast du? Du hast, glaube ich, nur normales. Dann geben wir das mal gerade ab. Ja, ist halt etwas genauer. Ist auch nicht wirklich viel. Aber ja, vielleicht bringt es ja was. Da liegt noch eine Knarre rum. Munition wäre aber sinnvoller. Kommt ihr mal wieder mit oder nicht? Ich glaube, ich lasse euch da unten gerade. Wird hier gerade mal ein bisschen anlocken. Kommt schön. Ich glaube, der hat sich aber auch verfranst da hinten. Jupp, scheint so. Dann könnt ihr mal so weit mitkommen. Bleibt cool, ich komme. Ich bin gleich da. Bin schon unterwegs. Na kommt. Einmal schön durch hier. Lebt noch. Damit wäre der schon mal weg. Genau, lock du mal noch einen weiteren an. Den können wir dann hier gemeinsam niederprügeln. Und dann hätten wir hier noch jemanden, der sterben möchte. Warte, ich spreche die ganze Zeit mal auf dem Platz. So. Mal gucken, ob wir den saugen können. Ich hoffe mal, der ist alleine. Oh, du hast sogar Schattendisziplin gemacht. Sehr gut. Hör doch auf, Alps zu beschwören. Die nerven immer. So, du saugst ihn jetzt bitte mal schön leer. Du auch wieder fast volles Blut und dann sieht es schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Sehr gut, du kannst dich nochmal heilen. Bei dir geht es noch einigermaßen. Und da hätten wir die weiteren Türen. Mal gucken, was dahinter wartet. Todesalb. Natürlich. Dann komm her. Aua. Ja, relativ viele Giovanni hier, aber zum Glück schön gewonnen-hittet und dann ist Christoph tot. Das ist nicht gut.
Und dann muss ich auch wieder hingehen und die einzeln rauslocken. Das heißt, Party raus. Ich gehe nirgendwo hin. Koterie, halt! So, dieser eine Giovanni, ja gut, du bist hier noch im Tarnmodus, sehe ich gerade. Jetzt nicht mehr. Okay, da hat es jemand gesehen. Dann komm, lock den mal hierher. Du darfst jetzt mal gerne hierher kommen. Und so, alle mal drauf, bitte. Danke. Guck mal, so geht das besser. Dann gucken wir, das muss da hinten den Typ. Oder vielleicht den Alp erstmal alleine holen. Jawohl. Ich glaube, der kommt nicht, der Alp. Der möchte wohl nicht. Der Aluschläger kann da mal weg. Genau, jetzt kommt der Alp auch wieder an. Komm, 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 komm hierher. So ist es fein. Zur Hölle mit euch! Damit wäre der Alp Geschichte. So, genau. Ach, du hast so ein Pfahlgerät, schätze ich. Dann komm mal mehr. Komm mal mit deinem Pfahlgerät hier mit. Aha. Komm. Scheint ganz witzig zu sein, das Ding. Genau. Bitte her und drauf. Sehr schön. Jetzt geht's etwas besser. Da drin war aber noch einige. Da zum Beispiel. Genau, die locken wir auch mal hier einzeln raus. Kommst du da oder du hast wahrscheinlich ein Problem mit der Tür? Ich krieg die Tür nicht mehr auf. So, das ist jetzt nicht so schön hier. Gibt es wieder eine ganze Menge Munition verschwendet, ich weiß. Aber ihr seid halt auch nicht sonderlich intelligent. Gut, das wär's mit dem Giovanni. Weicht nicht von der Stelle. Noch einer? Okay. Komm hierher. Komm, 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 komm. Und drauf, bitte. Weicht nicht von der Stelle. So schön. Es wird ja. Aber wie gesagt, es nimmt halt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Mit dieser langsamen Taktik und reinrennen ist halt leider nicht. Oh, du hast einen Raketenwerfer. Interessant. Ich weiß sogar nicht, welche Ebene das ist. Ist das schon die zweite Ebene? Weil es geht ja ganz schön heftig zur Sache und es ist relativ groß hier unten. Aha. Aber komm mal her mit deinem Raketenwerfer. Komm. So. Okay, ich dachte, wir hätten dich neutralisiert durch die Ehrfurcht. Scheinbar nicht. Okay, da ist gerade ein bisschen viel los. Lauf bitte. Wir holen euch mal. Kommt mal mit. Kommt mal mit hier.
Hier wartet nämlich ein Begrüßungskomitee. Und los. Mit euch. Na komm, auf den Alp drauf. So, dann holen wir uns die anderen noch und dann wäre auch schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Oh, guck mal, eine Schachtel. Waren jetzt noch zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Wertpapiere, okay. Auch schön. Weicht nicht von der Stelle. Ach man, weich doch bitte aus. So, ich glaube, den einen Typ hat es jetzt zerlegt. Ach, du kommst sogar netterweise mal hierher. Es brennt. Du weißt schon, dass du dich damit selber abfackelst, ne? So, dann noch du. Und dann hätten wir dich. Sehr gut, ich glaube, dann haben wir hier einigermaßen aufgeräumt. Gewehr habe ich schon. Dann kam der Rest mal noch nachkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.